Liebe Strickis, herzlich willkommen. Es ist Strick mit Kick Freitag. Ich bin heute rechts im Bild und ich spreche heute komisch. Erzähle ich euch gleich. Ich bin rechts im Bild, weil hier kommt nachher noch ein Special Guest, Freunde. Heute ist nämlich Thema der Sendung Fit durch den Herbst, Freunde. Ja, warum ich heute vielleicht komisch spreche, ist, dass ich so ein blödes Provisorium habe. Ich war gestern beim Zahnarzt und ich hatte ganz vergessen, wenn man eine Krone kriegt. Das ja dauert, ne? Alter, ich hatte gestern Abend so einen Schädel. Mir ging es gar nicht gut. Schmerzi, ne? So, ja, gut. Also kann sein, ist ein bisschen komisch an der Zunge. Also wenn es sich anhört, als wäre ich besorgt, das liegt nur daran, dass ich mit dem Ding nicht klarkomme. Wie soll das werden, wenn man seine dritten hat, ne? So, na. Ihr Lieben, worum geht's denn heute? Also wie gesagt, fit durch den Herbst. Nachher kommt Nina. Aber wir fangen schon mal an, weil Nina hat das nicht so mit dem Stricken. Ich habe was fertig. Ich habe was angefangen. Ich habe einen Socken gestrickt. Ich habe euch Mützen mitgebracht. Habe ich ja gesagt, letzte Woche, dass ich, wenn ich es nicht vergesse und die Mütze finde, dann bringe ich die mit. Und ich mache bei einem Karl mit. Also, was heißt, ich mache mit? Also, ich glaube, ich werde da nicht irgendwie groß. Ich interagiere man nicht so, ne? Das ist immer ein bisschen schwierig so. Aber gut, zeige ich euch. Macht ihr vielleicht auch mit, keine Ahnung. Und es geht um Themen, ich muss immer so um mich rumgucken, ne? Und es geht um Themen für die Workshops. Ich hatte erst überlegt, ich mache die Liste fertig und die Planung für nächstes Jahr. Aber mir sind irgendwie mehr als 12 Themen eingefallen. Und dann habe ich gedacht, gut, dann lasse ich euch doch mal, oder frage euch doch mal, worauf ihr am meisten Bock hättet. Weil es macht dann ja Sinn, von den Sachen was auszuwählen, was ihr auch mögt. Ne? So. Habe ich sonst noch was? Nee, ich glaube nicht. So. Halleluja, ne? So. Ansonsten war irgendwas in der Woche außer meine Zahngeschichte? Ich glaube nicht. Ich bin mal gespannt. Ach so, letzte Woche, das Video, das war eine Katastrophe, ne? Ich mache einmal Werbung, ne? Ich wollte eigentlich nur einen Link für euch haben und habe gesagt, so, habt ihr irgendwie so einen Link, so einen Affiliate-Link, ne? Wo man dann mal irgendwie 20 Cent irgendwie dran mitverdient, wenn jemand da raufklickt oder so. Ja, 20 Cent. Ja, nein, zwei oder drei. Ne? So, 20 Cent. Auf jeden Fall. Und dann haben die gesagt, ja, nee, wir machen hier gleich und wir machen mal und so. Wo ich dachte, naja, gut, ne, probier das mal aus. Ne? Oh, und dann die Anne, ne? Ich bin ja keine 20 mehr. Ja, und dann bitte stellen Sie sicher das und so und so und so. Und ich so zu Mann, ich sag, wie geht denn das, ne? Oh Gott. Echt gegoogelt, nichts gefunden und so, ne? Oh, naja, gut, aber die waren ganz nett. Aber die hatten technische Schwierigkeiten, diesen Link hinzukriegen. Die hatten seit einer Woche das Video und dann, und ich saß den ganzen Freitag um alle 5 Minuten mit Vicky da, how is it? Did you find the error? No. Oh, so, aber gut. Alles gut. So, auf jeden Fall habe ich aus einer Zeitung da jetzt letztes Wochenende was gemacht. Aber das zeige ich euch das nächste Mal. Das sah nämlich nicht so gut aus. Da war die Schokolade mir, glaube ich, zu heiß geworden. Aber lecker ist es, Freunde. Vielleicht in der nächsten Sendung zeige ich euch das. So, gut. Und dann bin ich irgendwie voll im Weihnachtsmodus, ne, Freunde? Ihr glaubt das gar nicht. Ich könnte jetzt schon einen Tannenbaum aufstellen. Bin ich sonst überhaupt nicht dafür, ne? Aber ich bin irgendwie voll im Game. Und wie ich so mitkriege, alle. Unsere Nachbarn haben schon seit letzter, also unsere komischen Nachbarn, ne, die haben schon seit letzter Woche wieder ihre komische Weihnachtsbeleuchtung da drin. Naja, Weihnachtsbeleuchtung, keine Ahnung. Die haben da irgendwie eine Lichterkette ins Fenster geschmissen, ne? Also das sieht auch aus, halb abgefallen, halb irgendwas, ne? Naja, gut. Egal. Ja. Also ich glaube, ich werde mal anfangen zu dekorieren, Freunde. Da habe ich voll Bock drauf. Aber unser Wohnzimmer sieht aus gerade. Naja, egal. Ne? Unser Auto steht immer noch in Schleswig. Die haben noch nicht mal reingeguckt. Das ist jetzt schon die zweite Woche, die es da steht. Ja, gucken wir mal. Ne? Der Mann wollte dann heute mal auf Arbeit fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann ist er mit dem Bus zum Bahnhof. Ja, der Zug fährt dann aus heute. Also, Alter, nee. So, dann mit dem Bus voll. Kann man nicht rein. Und dann fahre ich wohl auf den nächsten Zug. Ey, wir sind, weil wir in Indien sind wir, ne?
Leute, ey. Geht gar nicht. Ey, wo geht das alles hin, ne? Jetzt haben sie letztens, habe ich gestern mit meiner Zahnärztin gesprochen, jetzt überlegen sie in Ratzeburg das Krankenhaus vielleicht zu schließen, wo sie gerade irgendwie seit 3 Jahren bauen und neu gebaut haben. So, ne? Wo ich dann denke, weil Herr Lauterbach ja meint, das muss alles zentral, das ist ja viel effektiver. Wo ich dann aber denke, wo sollen denn die ganzen Leute wohnen, die da arbeiten im Schichtdienst? Ne? Also das ist ja nicht nur, dass du da irgendwie von 7 bis 4 irgendwie im Büro sitzt und arbeitest, da müssen ja Leute sein rund um die Uhr, wo sollen die denn dann da alle wohnen? Und als Krankenschwester, wenn ich Nachtschicht habe, da fahre ich doch nicht 1,5 Stunden, um nach Hause zu kommen oder zur Arbeit zu kommen. Also warum denken die Leute immer nur bis zur Tür, aber machen sie nicht auf? Furchtbar. Ich sollte vielleicht doch nochmal irgendwie, soll ich in die Politik gehen? Kriege ich nur Magengeschwüre, ne? Naja, egal, also Freunde. Schreibt mal unten rein. Soll ich in die Politik gehen? Soll ich mich für den BundeskanzlerInnenposten bewerben? So, ja, hier Hausaufgabe. Dann überlege ich mir das vielleicht nochmal. So, auf jeden Fall, lasst uns starten mit dem Strickhand, ne? So, und zwar habe ich ein Finished Object. Wer mich schon länger guckt, dem kommt das vielleicht bekannt vor. Allerdings weiß ich nicht, wie lange du mich schon gucken musst, um das zu kennen. Auf jeden Fall habe ich den jetzt fertig gestrickt. Tada, da ist er fertig. Ich komme mal dichter ran, weil ein kleines Muster hat es auch. Hier, es hat so Rauten. Auch von hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da sind auch so Rauten. Hier habe ich einen neckischen Schlitz eingearbeitet. Und ach, ich liebe das, ne? Das ist das Eleganzgarn. Ein bisschen habe ich auch noch. Das ist mit einem ganz leichten Leinenanteil. 5% Leinenanteil. Ich kann das ja mal holen. Hier ein bisschen habe ich noch. Das ist so der Naturton. So sieht der aus. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, da ist so ein ganz leicht schwarz mit drin. Oh, finde ich richtig gut. So, und hier so die Farben zum Beispiel sind auch noch da. Hat eine Lauflänge von 300 Metern und ist ansonsten Merino. Es ist non-superwash. Und ich habe mir da draus damals den Douglas Cardigan von Andrea Mori gestrickt, den mit den Streifen. Und oh, den liebe ich auch. Und auch jetzt, oh, das, die Wolle trägt sich so schön. Ich muss aber allerdings sagen, ich muss mal gucken, wie es jetzt hier ist mit dem Pulli. Aber bei der Strickjacke ist es so, dass es schon ein bisschen mehr pillt. So. Ja. Also jetzt nicht so, dass man es nicht anziehen kann. Aber wer da irgendwie sagt, oh, da bin ich, also das mag ich gar nicht, dann ist das, glaube ich, nicht dein Garn. Also so ein bisschen pillig ist es. Ich habe den jetzt schon eine Weile nicht mehr angehabt. Ich hatte den, glaube ich, 1 oder 2 Mal rasiert zwischendurch. Ich weiß nicht, ob es irgendwann aufhört zu pillen. Weiß ich nicht. Manchmal ist es ja so, ne, dass es am Anfang pillt und dann irgendwann ist fertig geworden. Aber das weiß ich nicht, aber nur damit ihr das wisst. Aber der, oh, der trägt sich so toll. Ne? Und ich habe den damals, ich weiß nicht, habe ich den noch vor... Warte mal. Nee, den muss ich... Weil ich hatte mir die Wolle in Silberstedt mitgenommen zum Testen. Und das war aber cool. Also wir waren, das war das, wo wir noch mit Masken waren. Also das zweite Silberstedt. Wann war das dann? 21, glaube ich, ne? Ja, also 21 habe ich den angefangen. Und dann habe ich den etliche Male geribbelt, weil das irgendwie nicht hinkam. Und dann lag der. Das passte oben irgendwie, das war dann irgendwie schief, da hatte ich irgendwie dann, fragt mich nicht, es ist schon zu lange her, auf jeden Fall habe ich den irgendwann entnervt in die Ecke geschmissen, nachdem ich den dann irgendwie das dritte oder vierte Mal dann teilweise aufgeribbelt habe, weil ich habe den von unten gestrickt und dann bin ich irgendwie hier oben nicht hingekommen und dann lag der da, weil ich dachte, boah, eigentlich ist der aber, der ist so gemütlich und der ist so schön und die Wolle ist so schön und dann lag der und ich weiß nicht, wie oft ich den in der Hand hatte und gedacht habe, so Anne, und dann habe ich mir den immer angeguckt und habe gedacht, aber das ist wahrscheinlich, das ist auch viel zu groß, das ist viel zu weit, ne? Und dann, ich habe ja immer so weit geribbelt, dass ich hier bis unter den Arm war. Und dann habe ich das so angezogen, das sagt natürlich nicht viel aus, ne? Also angezogen ist auch übertrieben, ne? Also du steigst dann da rein in dieses Loch und dann denkst du so, ja.
Und letztens fiel er mir halt wieder vor die Füße und dann habe ich wieder gedacht, ah, das ist viel zu weit eigentlich, ne? So, dann ribbel das. Und dann bin ich da nochmal reingestiegen und ich denke, ja, aber vielleicht doch Boxy. Und dann habe ich den mitgenommen nach Silberstedt und habe im Urlaub da weiter gestrickt. Und ich hatte, wie gesagt, unten angefangen und war dann auch noch so figelinsch und habe ein getrenntes Bündchen gemacht. Hinten natürlich auch noch ein bisschen länger als vorne. Natürlich, so. Habe ich gedacht, das ist eine super Idee. Und als ich den jetzt wieder in der Hand hatte und ich wusste ja, boah, das gibt nur Schwierigkeiten mit dem Teil, da dachte ich mir, was war denn das letzte Mal, was nicht funktionierte? Und das wusste ich dann schon nicht mehr. Also irgendwas war da dann oben nicht, irgendwas war, so, das wusste ich. Und dann habe ich nochmal gezählt, die Maschen hier und da, und dann habe ich festgestellt, ich habe hinten viel mehr Maschen als vorne. Und dann denke ich so, ach, Herr Jimine, was hast du dir denn dabei gedacht? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß nicht, warum ich vorne das schmaler gestrickt habe. Weil gerade vorne machst du es dann ja sonst weiter, ne? Ja, keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, so, was nun? Und es waren ordentlich weniger Maschen. Also ich glaube, es waren 20 Maschen weniger vorne als hinten. Und dann habe ich gedacht, jo, oder noch mehr? Nee, noch mehr. Ich glaube, 30? 30 oder 40? Irgendwie so. Also wirklich. Und da habe ich gedacht, was machst du jetzt, ne? So, weil du musst irgendwie hier ja irgendwie annähernd so breit sein wie hinten. Ansonsten habe ich den hinteren Teil, der, keine Ahnung, das ist dann ja alles schief und krumm. So habe ich, so. Und ich war jetzt eben bei den Armlöchern. Das hintere Teil hatte ich eben schon hochgestrickt bis hier oben, auch schon mit dem Hals, mit einer Halsrundung. Und da habe ich gedacht, okay, gut, das lässt du. Dann habe ich erst überlegt, okay, dann doch nochmal irgendwie mehr aufzuribbeln und dann anders abzuteilen, ne? Dass man dann eben mittiger abteilt, so. Und dann dachte ich, boah, nee, das Rückenteil auch nochmal, nee. So, ich wusste auch schon nicht mehr, mit welcher Maschenstärke ich das gestrickt habe. Ich habe dann einfach so nach gut Glück. Ich glaube, ich habe das, ach, keine Ahnung. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, nimm mal das. Ich glaube, mit einer Vierer habe ich nachher gestrickt. So, und dann habe ich gedacht, ja, gut, was machst du jetzt, wenn du das aber nicht alles aufribbeln willst? Und dann habe ich ganz schnöde, weil ich dachte, okay, du bist jetzt beim Ärmelloch. Und habe einfach hier 10 Maschen aufgenommen, also zugenommen, also angeschlagen und auf der Seite dann auch. Dann hatte ich schon mal 20 Maschen mehr als vorher, aber immer noch 20 Maschen zu wenig. Habe ich gedacht, ah, da vertut sich dann schon irgendwie, keine Ahnung, so. Und dann habe ich gestrickt. Und habe ich gedacht, ja, wenn das hier, aber gut, dann musst du beim Armloch aufnehmen, irgendwie gucken, dass du das irgendwie so ein bisschen, wusste ich auch noch nicht. Und dann habe ich einfach gestrickt und, aber ich finde, der Arm, ist alles gut, ne? Fällt gar nicht so auf, dass das so ein Fusch ist. Also hier kann man, könnt ihr das sehen? Hier sind irgendwie meine aufgenommenen Maschen. Keine Ahnung. Hier. Irgendwie. Ach, frag mich doch nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, Anne, dann let's go. Und habe dann gestrickt. Und habe gedacht, okay, gut. Hier oben kommst du dann so mit dem Maschen. Also da ist hier die Rundung kleiner dann als hinten, weil ich ja nicht so viele Maschen habe. Und ich ja hier die Schultern aber schon mit der Rundung dann halt abschließen wollte hinten, ne? Weil ich dachte, wenn das dann nur bis hier geht und so, dann hast du hier oben irgendwie so einen Knick. Also habe ich gedacht, gut, dann wird es hier oben ein bisschen enger am Hals, weil ich dann da eben halt nicht so die Rundung habe. Aber Freunde, alles gut. Ach, frag mich, wie habe ich denn das nachher eigentlich gestrickt? Ich glaube, hier habe ich dann gar nicht mehr eine Rundung gemacht. Ich glaube, ich habe dann einfach nur das hier mit einem Three-Needle-Bind-Off abgekettet hier oben. Ne? Ich habe dann hochgestrickt und habe dann hier angefangen. Und dann, als ich dann hier fertig war praktisch und die Rundung für den Halsausschnitt war. Und dann habe ich von der Seite angefangen, habe das genauso gemacht. Und genau. Und dann habe ich einfach nur hier die Maschen aufgenommen, um noch ein kleines Bündchen zu stricken. Und dann habe ich gedacht, was machst du? Welche Ärmel? Dann habe ich gedacht, ja, mach mal vielleicht Rippenmuster. Und dann war ich so bis hier und dachte, gefällt mir das mit dem Rippenmuster? Ist das gut? Oder doch vielleicht glatt rechts?
So, dann habe ich glatt rechts angefangen, den Ärmel zu stricken. Dann habe ich gedacht, ach, ich lasse das so. Ich hatte keine Lust, nochmal aufzuribbeln. Ich wollte das Ding endlich fertig haben. So. Und jetzt sieht's aus. Ich habe dann hier unten praktisch hier glatt rechts gestrickt, dann hier noch ein kleines Rechts-Links-Bündchen und hier habe ich rechts-links gestrickt und habe ein Rollbündchen halt einfach gemacht. Ja, Freunde, fertig! Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Gramm ich jetzt hier verbraucht habe. Es wird hierfür halt auch keine Anleitung geben, weil ich habe keine Ahnung. Ich bin da im Blindflug durch. Aber ich finde, der ist richtig schön boxy geworden, Freunde. So mag ich das. ja. Ach so, und dann habe ich aber gemerkt, okay, vorne das Teil, ach, weil das war ja auch da in diesem... Hat mein Handy nicht hier. Wir haben da ja in diesem Pott geschleppt. Pott nennt sich das irgendwie. Das ist halt wie so ein großes Fass. Und ja, da hast du da irgendwie halt so eine Liegestelle und davor hast du noch so ein kleines Zweisitzersofa und dann war das auch schon zu Ende, ne? Das war halt sehr beengt und dann habe ich gedacht, ja, wie misst du das jetzt, ne? Dass ich dann eben vorne, denke ich, bist du jetzt auf der Höhe vom Rücken? Und nachher habe ich festgestellt, bin ich nicht. Also ich bin vorne kürzer als hinten, habe ich aber gedacht, ist mir völlig egal. Ist mir völlig egal und jetzt, wenn man es anhat. Und das ist jetzt halt so ein Wohlfühlpulli, keine Ahnung, wenn der nur für zu Hause ist. Aber nö, ich glaube, man kann den auch so auf der Straße anziehen. So, auf jeden Fall ist der richtig schön leicht, aber warm. Also ich merke das auch so, hui, ist warm. Obwohl ja jetzt echt schon der Herbst losgeht, ne? So, ihr Lieben. Fertig, 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 fertig. So. Und dann habe ich letztens noch gestrickten Socken. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ich glaube, ich habe Sockenlust. Und da habe ich ganz unspektakulär gestrickt und habe festgestellt, man sieht den Unterschied irgendwie gar nicht, ne? Ja, na egal. Also so bin ich. Guck mal, ich habe sogar ein Sockenbrett hier. Bevor hier wieder... Bevor Diana sich wieder... Bevor die wieder schimpft. Du hast ein Sockenbrett von mir gekriegt. Ja, Diana. Mache ich. So ist es geworden. Und ich habe hier so ein Grauton, so ein Blaugrau ist das. Und das hier ist eigentlich ein Aubergine, aber irgendwie sieht man den Unterschied irgendwie gar nicht, ne? Ja, dachte ich eigentlich, das würde mehr irgendwie bringen. Aber nein. Aber ja, hat irgendwie voll Spaß gemacht. Und bei der Sockenferse habe ich mal wieder irgendwie umhergeschwullert. Oh, jedes Mal Käppchenferse habe. Ne, eine Käppchenferse ist das nicht. Ich habe das irgendwie, glaube ich, anders gestrickt. Also ich habe erst runtergestrickt. Hier hinten im Rippenmuster die Ferse. Und dann habe ich... da wusste ich nämlich nicht mehr genau, wo man jetzt abnimmt. Ich habe jetzt hier so ein... Warte mal, könnt ihr das sehen? Hier ist ein Zwickel drin. Und der ist bei der Käppchenferse ja eigentlich gar nicht, ne? Ich glaube, ich habe an der falschen Stelle immer dann abgenommen, aber egal. so viel dazu. Das ist hier dann schon mal für, komme ich nachher drauf, für Workshop, ne? Ja, schon mal hier eine Fersen-Idee. So. Und dann, na, sonst können wir da ja gleich mal hinkommen. Ferse. Und zwar die Workshops. Ich habe ja gesagt, nächstes Jahr wird, also so ist mein Plan, einmal im Monat ein Workshop hier stattfinden in der Basis. Und da habe ich mich mal hingesetzt und, oh, jetzt habe ich euch das Ding, doch, habe ich mitgebracht. Aus Versehen. Dass ich verschiedene Workshop-Themen mir rausgesucht habe. Hier, das ist mein Strick mit Kick-Buch. Mein Bohnenpiums-Buch, ich möchte nicht drüber reden. Da war auch schon wieder Ernüchterung pur. Ich frage mich immer, was will das Universum mir sagen? Das kann doch nicht wollen, dass ich alles alleine mache, ne? Aber ist scheinbar so. Und letzte Woche habe ich euch doch gesagt, ich habe hier so eine Klammern gekauft, wo so ein... Es ist gar kein Gummi, habe ich angelogen letzte Woche, ist irgendwie so ein Imitatleder. Aber das ist halt hier so eine Klammer und die könnt ihr dann eben an eure Planer oder wie auch immer oder an eure Blöcke machen und könnt das immer wieder verwenden und es ist auch schon fest. Das rutscht nicht runter, auch wenn man da einen Stift drin hat. Ich habe da jetzt keinen drin. So, hier nebenbei. Ich kann euch das unten verlinken, falls einer
auch sagt, das ist gut. Weil wie gesagt, bei meinen Planern, ich habe ja immer diese Klebe, diese zum Reinkleben und das finde ich doof, weil das ist irgendwie, kann man eben nicht unendlich benutzen. So, warte, warte. So, jetzt habe ich Workshops. Da kommt noch einer dazu an Ideen. Ich kann euch ja mal hier vorlesen, was ich mir überlegt habe, was vielleicht für euch interessant wäre. Und dann könnt ihr ja mal unten schreiben, was ihr denkt. Ich werde auch noch parallel dazu eine Umfrage über YouTube machen. Ich glaube, der Mann sagte irgendwie, über Community kann man da irgendwie so eine Umfrage machen, wo man dann anklicken kann. Ne? Das mache ich auch noch parallel, irgendwie, damit ich mal so einen Überblick habe. So, also Freunde, eine Möglichkeit wäre, wie stricke ich meine Design-Idee? Das hatte ich ja letztens schon mal irgendwie angesprochen. Manchmal denkt man ja, oh, mir schwebt das so und so vor, aber ich weiß nicht, wie. Wie kriege ich das hin, dass das so und so aussieht? Also, dass wir da praktisch so einen Workshop machen, dass wir dann rauskriegen, wie ihr euer Traumdesign stricken könnt. So. Colorwork, da hatte ich nämlich schon ein paar Anfragen, ob ich sowas mal machen könnte, Colorwork stricken. Dann damit verbunden, vielleicht sticken, das ist ja auch immer so eine Angst, ne? So, dass man dann Colorwork strickt und dann aufschneidet. Brioche. RVO, Rundpasse, also wie konzipiere ich das? Dann verschiedene Anschlagmethoden und Abkettmethoden. Verschiedene Zunahmen und Abnahmen, wie man das machen kann. Dann gibt es noch die Möglichkeit Tapestry, wie heißt der Tapestry häkeln, wie Mosaik häkeln praktisch. Also ich weiß, die meisten von euch häkeln nicht, aber vielleicht der ein oder andere schon und das ist praktisch so Colorwork häkeln. Ja, das wäre noch eine Idee. Ja, vielleicht als Feiertagsgimmick irgendwie Osterhasen stricken oder Weihnachtskugeln stricken. Wie kann ich verschiedene Noppen stricken, ne, so Bobbelchen, verkürzte Reihen stricken, also verschiedene Sockenfersen wäre noch eine Idee, Taschen im Grobstrick stricken, Strickstücke besticken, dann Colorwork, das würde ich aber extra machen, es gibt ja diese Leitertechnik. Habe ich noch nie gestrickt, ne? Aber dass man hinten nicht praktisch den Faden immer verkreuzen muss, wenn man lange den mitnehmen muss, sondern es gibt da noch eine Technik, dass man sich hinten praktisch so eine Leiter macht und das da einhängt, den Faden. Handstulpen stricken, Mützen designen, Jackentaschen konzipieren, Schattenstricken ist... ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt und ich weiß auch nicht, ob ich da Bock drauf habe, aber es war jetzt einfach mal so ein Ideenfinden. Schattenstricken ist ja so, du strickst einfarbig, aber du strickst so... Nee, du strickst gar nicht einfarbig, ne? Schattenstricken? Nee, das war ja gerade das Dilemma, glaube ich. Genau, also du strickst so, aber das sieht so aus, einfarbig, aber wenn du es ankippst, dann erscheint ein Bild. So wie diese 3D-Bücher früher, wisst ihr? So. Das Problem bei der Geschichte ist, ich habe das mal angefangen und war nachher ends genervt, weil sich diese Wolle andauernd verdreht. Da bist du immer nur dabei, diesen ganzen Mist wieder auseinander zu tüdeln. Aber für euch mache ich ja alles, ne? Also Schattenstricken. Und Double Face stricken. Double Face ist, dass man mit zwei Farben strickt. Man strickt die auch gleichzeitig. Und dann erscheint das Muster auf der einen Seite, was weiß ich, schwarz-weiß und auf der anderen Seite weiß-schwarz. Also, dass man das praktisch von beiden Seiten anziehen kann und dann die Farben genau umgekehrt gewichtet sind. Ne? Also wenn du grundschwarz hast und kleine weiße Punkte, dann ist auf der anderen Seite groß weiß und kleine schwarze Punkte. So, wenn ihr das wollt. Und dann habe ich noch gedacht, was ja auch ganz gut für die Resteverwertung vielleicht wäre. Und ich finde es eigentlich ganz niedlich. Ich habe das schon mal irgendwann im Video euch mal gezeigt, dass man Pompoms machen kann. Kennt ja jeder von uns, ne? Dass man die Pompoms rumwickeln, aufschneiden, fertig. Aber es gibt ja mittlerweile eben auch Techniken, dass du da richtig Muster reinsetzen kannst. Ich hatte mal einen Hasen gemacht, einfach mit dem Pompom, dass man eben unterschiedliche Farben dann beim Wickeln an bestimmte Stellen setzt. Und wenn man dann aufschneidet,
kommt dann halt da die Augen und da ist dann die Nase und so. Und dann muss man das noch so ein bisschen in Form schneiden, was echt spannend ist manchmal. Manchmal schneidet man auch so beherzt, dass dann der ganze Scheiß auseinanderfällt. Habe ich auch schon. Auf jeden Fall. Aber man kann auch praktisch so Punktmuster machen, Blümchenmuster oder wie auch immer. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Also es ist zur Resteverwertung ganz gut. Das ist vielleicht auch für Basteln mit Kindern oder Enkeln ganz gut. Und ja, das kann man als Schlüsselanhänger oder was weiß ich was dann irgendwie machen. Oder vielleicht als, weiß ich nicht, als Fingerpuppe, ob das geht, dass man dann da irgendwie so einen Kopf oder keine Ahnung. Aber irgendwie so als Dekoration. Oder ihr könnt euch diese Püschelbommel auch dann ins Fenster hängen oder wie auch immer. Die Leute, die keine Gardinen wollen, die machen sich einfach irgendwie so verschieden, auf verschiedene Höhen so eine Bommel. Das ist bestimmt auch ganz niedlich. Oder an die Handtaschen so. Ne, ist dann ja auch manchmal, dass man da irgendwie sich so ein Tuch ran knüppelt und so. Genau, da könnt ihr ja mal unten reinschreiben, was euch jetzt so beim Hören am meisten kickt. Damit ich dann eben sage, weil das sind jetzt irgendwie, glaube ich, über 20 Sachen gewesen. Und so, und wenn ich jetzt denke, was weiß ich, Double Face stricken ist eine richtig super Idee und ihr sagt so, nee, dann brauche ich ja nicht Double Face stricken reinnehmen, sondern dann lieber, was weiß ich, verschiedene Anschlag- und Abkett-Methoden. Ne? So. Also das wäre super eure Hausaufgabe. Heute habt ihr viel zu tun, Freunde. schreibt mal unten rein. So. Habe ich euch gesagt, dass ich auch noch ein Buch habe? Nee, ne? Habe ich nicht. Ja, naja, habe ich auch. So. Und dann habe ich ja gesagt, ich mache bei einem Karl mit. Und zwar mache ich bei einem Karl mit, der Mützenkarl ist. Ich bin ja nur absolut kein. Ja, was heißt absolut kein Karl-Misch? Das stimmt ja auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, ich bin ganz froh, dass ich den Stiefel nicht mitgestrickt habe. Ich war ja kurz davor und habe gedacht, ja, so die Farbpaletten, die er da so hatte und so, da habe ich gedacht, ja, das könnte vielleicht was werden, aber es ist überhaupt nicht mein Muster, ne? Also weder das ursprüngliche noch das, was da jetzt ist. Ach, also ich mag den total gerne, aber irgendwie kommen wir beide nicht zusammen, der Stiefel und ich. Ich weiß auch nicht so, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Frau Habt es fein und ich weiß gar nicht, macht die das mit irgendwem zusammen? Ein Mützenkarl. Nämlich, die stricken die Kara-Mütze. Hier. Das ist eine ganz pups einfache Mütze. Ich habe sie mir trotzdem gekauft. So, warte. Kann ich die zeigen, wer die Kara-Mütze noch nicht kennt. Das ist so eine ganz einfache Schnupsi-Bupsi-Mütze. So, und zwar habe ich den Kind-Umstyling verpasst im Urlaub. Die hat sonst immer nur Turnschuhe angehabt. Dann sage ich, aber es sieht doch nicht zu allem gut aus, wenn man Turnschuhe anhat. Ne? So, dann habe ich hier erstmal hier so eine Stiefelboots, habe ich hier erstmal da angedreht. Fand sie aber auch gut, findet ihre ganze Klasse gut, findet ihre ganze Freunde gut und so. Ne? Ich sage, ja, siehst du, ich bin hier, wo ich bin, ist vorne, Freunde. Ne? Und dann habe ich dann gedacht, so dazu dann irgendwie so einen Mantel. Und so, und habe ich dann dazu dann noch eine Mütze. Und sie ist der Meinung, sie ist kein Mützenkind. Ich sage, guck mal, das ist hier so eine ganz trendige Mütze. So, und die Kara-Mütze wird ja doppelt gestrickt. Also, habt ihr alle schon mal gesehen, ne? Man fängt dünn an, wird dick und wird wieder dünn. Und dann schiebt man die so ineinander, dass es doppelt gestrickt ist, dass es halt noch wärmer macht. Und wie man sieht, kann man die dann ja auch noch irgendwie umklappen. Das dann hat man hier praktisch vierfach die Ohren irgendwie dicht, ne? So. Jetzt muss ich halt dazu sagen, keiner von uns ist eigentlich so ein Mützenjunkie, außer der Mann, weil der immer, sobald er keine Mütze aufhat, auch im Sommer, dann hat er einen Schnuppen am nächsten Tag, ne? Das ist auch ein Phänomen. Auf jeden Fall, darum bin ich auch nicht so die Mützenstrickerin, weil keiner von uns Mützen trägt, ne? Also mich nervt es nur. Also ich ziehe die wirklich an, wenn irgendwie draußen minus 20 Grad sind. Also dann setze ich auch eine auf, aber ansonsten nervt mich das einfach nur. Ich habe noch nie Mützen getragen, ich habe es immer gehasst. So, das Kind meint jetzt aber, sie hat kein Mützengesicht, wo ich gesagt habe, das ist doch totaler Blödsinn. Du sahst immer gut aus mit Mützen, das ändert sich auch im Alter nicht. Also Schluss jetzt, du kriegst jetzt hier so eine Mütze zu dem Mantel. Jetzt ist hier mal Schluss. So, und dann habe ich nämlich gedacht, so, was nimmst du? Und das ist die Anleitung von Paula Strickt, heißt sie, glaube ich, ne? Irgendwie so, ja, auf Insta. So, und die sagt, ich brauche 50 Gramm 120 Meter, was ja auf 100 Gramm 240 Meter ist, habe ich nicht. Keine Ahnung, ne? Also ich habe 200, ich habe 220 Meter, ich habe 300 Meter.
Ja. Und dann habe ich überlegt, was nimmst du? Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich habe einen Sportsweetgarn genommen, also mit 300 Meter Lauflänge, und stricke das jetzt mit der angegebenen Nadelstärke 4. Kommen da ein bisschen größer raus als die Maschenprobe, und dann habe ich gedacht, weil das Kind einen sehr kleinen Kopf hat, dann strickst du die kleinste Größe. Was einen Kopfumfang von 49, glaube ich, hat. Warte mal. Ne, 48 bis 50. Und da denke ich, ja, das. Also habe ich gedacht, na, vielleicht, ich habe jetzt beim Kind nicht gemessen, ich weiß nur, ich habe immer nie Mützen gekriegt, die waren immer zu groß, es war immer echt schwierig, Mützen für sie zu bekommen. Also habe ich gedacht, ja, vielleicht hat sie 51 oder so, aber dadurch, dass ich ein bisschen größer mit der Vierernadel rauskomme, passt das schon. So. Und ich habe überlegt, also ich habe jetzt hier einfach so ein Grau, weil ich sage, was würdest du denn für eine Farbe nehmen? Dann sagt sie, farbenfrohes Grau. Tut man nicht alles, ne? Ich hätte was anderes genommen irgendwie, aber gut. Und habe aber überlegt, ob ich die zweite Hälfte dann mit einem Mohair stricke. Dann wird zwar noch ein bisschen dicker, muss man mal gucken. Und dann würde ich ein dunkles Mohair, so wie hier, nehmen. Upsa. Und dann wird es halt ein bisschen dunkler. Also ein bisschen dunkler als das, aber halt heller als das. Ich kann mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Also ich. So, und jetzt bin ich aber echt am Überlegen, weil ich bin jetzt gestern so weit gekommen, dass ich jetzt eigentlich fertig bin. Also nicht fertig, ne? Aber so mit den Zunahmen und so. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn ich jetzt aber nur so stricke. Ach so, nee, ich nehme noch. Ach, ich nehme irgendwann nochmal zu. Nee, dann ist gut, dann lasse ich das so. Weil ich dachte, ab jetzt ist nur noch, wir stricken in der Runde runter. Und da habe ich gedacht, ne, das könnte sportlich werden, ne? Aber ich sehe gerade, ich muss jetzt erstmal irgendwie stricken. Und dann wird nachher nochmal irgendwann zugenommen. Ja, na gut, dann lasse ich mit mir reden. Nee, warte mal, da stricken die schon wieder zusammen. Hm? Warte mal. Ich bin da. Ach so, nee. Nee, da muss ich das wirklich nochmal überlegen. Nee. Weil das ist ja zu klein, ne? Also. Warte mal. Das sind ja auch nur, wie viele Maschen sind das? Irgendwie 70 oder so? Das ist zu klein, ne? Wenn ich jetzt runterstricke, das wird nichts. Aber ich komme aber mit der Maschenprobe eigentlich hin. Oder ich sollte nochmal ihren Kopf messen. Also, ich werde wahrscheinlich aufribbeln müssen. Tja, wer hätte es gedacht, ne? Und werde, glaube ich, doch eine Nummer größer stricken. Achso, kann ich ablassen. Ich habe ja noch mehr Mützen. Aber wer vielleicht noch Lust hat, mitzustricken, den Karl, also wie gesagt, ich komme mit den 300 Metern und der Vierernadel ganz gut hin. Das ist aber natürlich irgendwie, je nachdem, wie jemand strickt. Aber wenn ihr sagt, oh, habe ich Lust drauf, kann ich euch ja hier nochmal so ein paar Geschichten zeigen. Das würde hier vielleicht auch ganz gut gehen. Die läuft ja auf. Warte, die geht, glaube ich, nicht. Die ist. Warte. Nee. Genau. Also hier habe ich zum Beispiel die 300 Meter Lauflängen. Das ist hier so Malediven. Das ist jetzt dann halt ein bisschen bunter. Also was heißt bunter, ne? Das ist halt nicht so clean wie da. Hier ist so ein hellblau. Nee, warte mal. Nee, hellgrau. Das ist hier im. Also das ist das, was ich habe. Hier ist das hellblaue mit so ganz leichten Sprenkeln. Das ist im Winter vielleicht auch schön, ne? Wenn du dann einen dunklen Mantel hast und dann so das, dass man nicht immer nur so dunkel ist. Ne? Hier habe ich das nochmal in so einem Rosaton. Und hier nochmal in so einem etwas gemischten. Wobei ich glaube, dass das in clean am besten aussieht. Ne? Ja. Aber gut, sonst guck gerne im Shop. Weil diese Woche kommt zu jeder Bestellung noch ein kleines
Gimmick dazu. Warte mal. Keine Ahnung. Da kriegt ihr nämlich noch was dazu zu jeder Bestellung heute. Und das hat was mit Nina zu tun, die nachher irgendwann hier einreitet. Ne? So, also das ist meine Karamütze, die ich eben doch wahrscheinlich nochmal ribbeln werde. Und oh, das Kind kommt heute erst so spät nach Hause. Na, mal gucken. Ich habe auch noch andere Sachen zu stricken. Ne? Daran soll es ja nun nicht scheitern. Und wo wir im Mützenmodus sind, hatte ich euch ja letzte Woche gesagt, dass ich nochmal nach einer Mütze gucke, die ich wirklich schön finde. Warte mal, das passt aber mit dem Bündel hier nicht so gut. Und zwar habe ich vor Jahren mit der Jagdwolle die Mütze hier gemacht. Die Anleitung stelle ich euch rein und ich stell euch auch die Strickkits rein. Das ist hier so ein ganz süßes Überziehmuster. Und ich habe hier immer noch nicht vernäht. Da seht ihr mal, ich setze keine Mützen auf. Ne? Das sind immer nur Anschauungsstücke. Und genau, und ich mag die, wenn die so schön hier so reingehen. So runter. Ja. Die trägt sich super. Also die Jagdwolle ist auch super. Das ist Jagd Dike mit 212 Metern Lauflänge. Ist eine Mischung aus Jagdschuhwolle und Seide. Und die trägt sich super. Also man kann das natürlich, man fängt unten an zu stricken. Das heißt, ihr könnt nach oben hin machen, was ihr wollt. Ihr könnt das auch noch länger stricken, dass das so ein bisschen überfällt. Genau, das ist so die Mütze, die ich gestrickt habe. Und beim Suchen, dazu gibt es auch noch ein Handschuhmuster. Die Handschuhe habe ich jetzt aber nicht hier, stelle ich euch aber auch rein. Das Muster hierfür. Und dann habe ich noch die Mütze gefunden, die ich auch total schön finde. Das war mal in einem Adventskalender drin. Ne? Wie ihr seht, ist das hier mit so einem Paillettengarn gestrickt. Und eine Bommel. Bommeln habe ich auch noch im Shop. Das ist hier in Brioche-Technik gestrickt. Ich zeige euch auch nochmal die Bommeln. Finde ich schön. Finde ich richtig schön. Was man sagen muss, also da kann ich euch auch die Strickkits reinmachen. Irgendwer sagte so für den Winter, dadurch, dass dieses Paillettengarn, es wird halt wirklich mit Dike-Garn und das Kontrastgarn ist dieses Paillettengarn, was ja sehr dünn ist. Also, ne, ist halt sehr dünn. Das heißt, es ist jetzt nicht, es ist nicht wahnsinnig warm, weil eben, ne, das ist ja ein bisschen luftiger. So. Man kann ja aber dafür auch für das Kontrastgarn, wenn man sagt, nee, das ist mir nichts, Lesgarn oder so nehmen, dass es nicht ganz so dick ist. Vielleicht. Ne, damit man so mit der Maschenanzahl hinkommt. Das kann man machen. Ich hole euch noch mal kurz die Bommeln. Wartet mal. So, wenn ich meine, Leute, jetzt ist wieder Mützenzeit, ne? Also ihr könnt zum Beispiel auch hier, guck mal, wenn ihr dann hier oben das dran habt, richtig cool, ne? Das sind die Sachen, die knotet ihr halt innen drin fest. Hier gibt es auch nochmal so einen Schieber, der das festhält, dass ihr es oben fixieren könnt. Das heißt, ihr könnt beim Waschen das abmachen. Ihr könnt eben auch sagen, ach nee, heute habe ich keinen Bock auf Bommel. Oder ihr sagt, also heute habe ich Lust auf die Kombi. Morgen habe ich Lust auf mit Schwarz. Also ihr könnt das halt immer... Das ist gut, ne? Sie sind so cool. Es ist natürlich kein Echtpelz irgendwie, ne? Es ist irgendwie immer mit Pulli und Modal und so. Also keine Panik. Auf der Titanic. Das sind hier zum Beispiel
Hier ist noch so ein bisschen mehr gräulich, hier ist mehr bräunlich drin. Also findet ihr, die sind hier ein bisschen länger, die Haare, seht ihr das? Also guckt gerne im Shop, wenn ihr sagt, ah ja, so ein Bommel wäre noch ganz gut, das würde mein Mützendesign perfekt machen. Also bei der Karamütze, glaube ich, kommt das nicht so gut, weil das, glaube ich, oben so ein bisschen eckiger sitzt, ne? Also ich sag mal, da oben Bommel drauf, das wird nichts, glaube ich. Ich glaube, das sieht nicht aus. Die Mütze ist halt wirklich die Form, ne? So. Aber ab geht er. Genau, dann mache ich euch also die Stricksets rein für die Brioche-Mütze und auch für die andere. Mache die Anleitung rein und die Handschuhanleitung mache ich euch auch rein für hier die Jack-Geschichte. Dann habt ihr, könnt ihr zu Weihnachten verschenken. So, das ist das. So, und damit ihr, damit kommt ihr gut durch den Herbst und ihr kommt auch gut durch den Herbst mit den Ölen von Nina. Und Nina kommt jetzt gleich, ich mach mal so. So, gut, da ist sie, die Nina, ne? Ich habe ja gesagt, heute gibt es noch Besuch. So, hallo Nina, stell dich doch mal kurz vor. Hallo Anne. Also, ich bin Nina, ich bin Beraterin für ätherische Öle, neben ganz vielen anderen Sachen, die ich auch mache. Und Anne und ich haben uns vor kurzem kennengelernt und sind über die Öle ins Gespräch gekommen und hatten dann die wahnwitzige Idee, dass wir das mit euch teilen. Genau, mit euch teilen und das mit Wolle und Stricken in Verbindung kriegen. Genau. 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 Ich wohne hier in der Nähe von Anne, das ist auch sehr praktisch, also die Anreise war jetzt kurz. Ich bin verheiratet, habe 4 Kinder, einige Jobs, also was man so hat. Langeweile habe ich nicht. Ja. Ja. Und konnte sich loseisen, weil ein überraschender Elektrotechniker-Termin, der dann doch nicht und so. Also wir geben alles, Freunde, wir geben alles für euch. Wir sind total entspannt, es hat alles bisher super geklappt. Es kann nur besser werden. Genau. Ja. Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, Thema Fit in den Herbst. Genau. Ich habe den Leuten schon erzählt, okay, man kann von außen mit Mützen, aber man kann auch von innen. Okay, genau, und du hast die ätherischen Öle, ich habe die ja auch schon ausprobiert. Mhm. Ich habe mir auch Bergamott jetzt noch dazu besorgt. Letztens in Hamburg war so ein Special Dingsbums. Yeah. Ja, Leute, kann ich nur empfehlen. Ne? So. Und ich fand das ja sehr interessant, weil jeder kennt natürlich irgendwie Aromaöle, Duftöle. Bei Rossmann DM hast du nicht gesehen, ne? Was man sich so in so einem Kerzendiffuser oder so macht. Aber ich habe alle probiert, das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Du kannst ja vielleicht mal erklären, woran das liegt. Genau, also ich habe mich auf die ätherischen Öle von doTERRA spezialisiert. Ich habe mich auch durchgeschnuppert und als ich mit denen vor über 2 Jahren in Kontakt kam, habe ich auch gedacht, ah, ätherische Öle, das ist das, was man in die Duftlampe macht, das, was immer so ein bisschen komisch gerochen hat, habe ich davon nicht eigentlich Kopfweh gekriegt und so. Aber ich habe gedacht, ich probiere das mal aus. Ich finde, man darf ja auch immer gerne nochmal wieder Neues ausprobieren. Und habe mir eine Probe zukommen lassen, die haben wir heute auch da und die geht es nachher auch. Und habe daran gerochen und gedacht, oh wow, das ist ein Unterschied zu dem, was ich sonst so kannte. Und war vor allem so überrascht, dass man die Öle nicht in eine, also man macht das gar nicht mehr mit Teelicht und Wasser, weil reine ätherische Öle können halt nicht nur gut riechen, sondern sie können halt auch körperlich und emotional total viel für uns tun. Und wenn Öle über eine bestimmte Gradzahl erhitzt werden, dann zerfällt diese Struktur und dann funktioniert das gar nicht mehr. Und man kann die Öle auf 3 verschiedene Arten zu sich nehmen. Man kann daran riechen, dann macht man das halt nicht in diese Diffuser. Genau, da macht man es nämlich jetzt in einen Diffuser, nicht mehr in diese Lampe, sondern in einen Diffuser, dann wird es kalt vernebelt. Man kann auch einfach aus der Flasche riechen oder man kann sich das einen Tropfen auf die Handfläche machen und dran riechen oder sich das auf Kleidungsstücke machen oder. Man kann die Sachen auftragen, entweder in seine Creme machen oder mit Pflanzenölen, Jojoba, Mandel, was auch immer man so hat. Und was ich ganz spannend fand, dass man ganz, ganz viele Öle auch innerlich einnehmen kann. Und da habe ich erst gedacht, ah, das kann auch schon wieder alles nicht gut sein. Und habe mich dann aber damit viel auseinandergesetzt. Es gibt ganz viele tolle, kostenlose Vorträge, die man sich anhören kann von doTERRA-Beratern. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich mir so ein Starter-Set gekauft und habe es einfach ausprobiert. Erst an mir, weil ich dachte, bevor ich meine Familie vergifte, mache ich das lieber erstmal nur bei mir.
und war also nach kürzester Zeit total angetan. Und der große Unterschied ist nämlich, dass viele Öle, die man so in Drogeriemärkten, in der Apotheke oder so bekommt, dass da zwar irgendwie seltsam formuliert draufsteht, das sind reine Öle, aber da ist ganz oft, sind da Füllstoffe drin, da ist Alkohol mit drin, da sind alle möglichen anderen synthetischen Stoffe mit drin, damit einfach die Flasche auch voll wird zu einem günstigen Preis. Und auch da habe ich wieder gelernt, dass billig oder günstig nicht immer gleich auch gut bedeutet. Und die Öle von doTERRA sind halt wirklich 100% rein. Da ist nichts hinzugefügt, da ist nichts rausgenommen. Die werden auf eine ganz tolle, schonende Art destilliert, entweder kaltgepresst oder dampfdestilliert. Und da wird auch schon in dem Anbau der Pflanze geguckt, dass da keine Schwermetalle im Boden sind. Wie sind da die Luft- und Wetterbedingungen? Wo hat die Pflanze ihre höchste Potenz? Und, genau. Und. Und ich finde, das merkt man. Wenn man das hattest du gesagt. Ne? Die haben nicht irgendwo ihre Felder, irgendwo, genau. Was weiß ich, in Polen, Portugal da und bauen das alles an, sondern wirklich da, wo die Pflanzen eben auch wachsen und herkommen und die besten Bedingungen haben. Genau. Ne? Also genau. Der Lavendel zum Beispiel, der wird entweder in Frankreich oder in Bulgarien angebaut, weil es da einfach die besten witterungs- und klimatischen Bedingungen für diese Pflanze hat. Wir können natürlich hier in Deutschland auch Lavendel anbauen und unser Lavendel im Garten riecht ja auch super. Genau. Das kann man auch, dem will ich da auch gar nicht widersprechen. Es geht nur darum, dass man muss sich das so vorstellen, das ist das Lebenselixier einer Pflanze. Und je besser es der Pflanze geht, desto potenter ist auch dieses Elixier, nenne ich es mal. Also ätherische Öle sind am Ende sind es Kohlenwasserstoffverbindungen in verschiedensten Varianten und in verschiedensten Konstellationen. Und das macht dann den Duft, die Farbe, die Konsistenz aus, aber auch was dieses Öl halt kann. Und einem Lavendel in meinem Garten geht es nun mal nicht so gut wie in Bulgarien in der Sonne. Und deswegen kann ich aus meinem Lavendel zwar auch auch das Lavendelöl destillieren, aber es ist dann einfach nicht so wirkungsvoll. Es riecht wahrscheinlich auch nicht so gut und so. Ne? Pflanzen sind zwar total anpassungsfähig, aber es wird halt wirklich geguckt, in welchem Land wird welche Pflanze am besten angebaut. Und deswegen gibt es die Öle auch in über 40 Ländern der Welt werden sie angebaut. Und das sind alles so Sachen, die finde ich, die merkt man. Ja, den Sachen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja alles durchprobiert. Ich bin ja in der Endstufe meiner Erkältung zu dir gekommen. Ja. Und dann hat Nina mir erstmal, hier, nimm mal Pfefferminze. Mach dir das mal so ein bisschen in den Gaumen, alter Schwede. Ich war den ganzen Tag die Pfefferminzprinzessin. Ne? Aber Leute, ich habe wirklich Luft gekriegt. Ne? Das war, wieder ich konnte das atmen. Ne? Aber den ganzen Tag so, oh, ich gedacht, das hält aber, ne? Und dann auch Zitrone und alles. Das ist wirklich, als wenn ihr, also wenn man irgendwie so dieses Öl, Zitronenöl und so, ich meine, Leute, ne, das riecht dann auch manchmal so nach Duftbaum halt, ne? Und das riecht wirklich, als wenn ihr da steht und so eine Bio-Zitrone reibt oder eine Bio-Orange reibt. Es ist wirklich unfassbar. Also, und das ist eben das eine, aber wie wir ja auch alle wissen, Pflanzenkunde und so weiter und so fort, das macht ja viel mit dem Körper, ne? Und das sind eben so viele verschiedene, also was habt ihr alles? Lavendel, Zitrone, Bergamotte. Genau, also ich glaube, über 60 Einzelöle und über 60 Ölmischungen. Mischung, genau. So, also da ist die Bandbreite ist riesengroß. Das Schöne ist, dass man auch nicht sagt, das eine Öl kann nur das und das andere Öl nur das, sondern das sind das, was ich eben gesagt habe, mit diesen coolen Wasserstoffverbindungen. Dadurch können die Öle ganz viel, haben ganz viele Eigenschaften. Es kann sein, dass ein Öl antivirale Eigenschaften hat, antibakterielle, antifungale, also gegen Pilze. Sie können stimmungshellend, sie können beruhigend sein, sie können antientzündlich sein, sie können antioxidativ sein und. Und es ist nicht so, dass da nur eine, also das Lavendel nur das eine kann. Genau. Oder Wild Orange, das ist das, was wir hier gleich noch zeigen, nur das andere kann. Sondern das Schöne ist, ein Öl kann ganz, ganz viel. Das heißt, es ist unheimlich vielfältig einsetzbar. Das heißt, man kann mit einer Flasche Öl nicht nur was für seine Stimmung tun, sondern auch für seine Gesundheit und auch für seine Haut. Und man kann das in sein Essen machen und oder. Das ist also ganz toll. Und es gibt ja Sachen, also der Geruch ist ja immer mit einer Emotion verbunden. Ja. Ne? Der Geruchssinn ist unser stärkster Sinn. Das ist der, der als allererstes anspringt. Man kommt irgendwo rein und das, klar, man guckt, aber man riecht. Und an dem Geruch macht sich fest, fühle ich mich hier wohl, finde ich das hier seltsam, ist hier Gefahr, ist das Wohlfühl-Oase und. Das heißt, wir riechen und innerhalb von einer Sekunde geht
Das Geruchsmolekül in unsere Nase dockt an die Rezeptoren an, zack, rein ins limbische System und das bildet unsere Emotionen. Mhm. Das heißt, selbst wenn man total genervt ist, kann man etwas riechen und wenn das positiv besetzt ist, dann macht das was. Du, ich habe das gerade jetzt die Tage, weil bei uns wieder, naja, Kinder, Teenager, ne? Du weißt. Und dann habe ich immer so an meinem Bergamot gerochen oder am hier Wild Orange und ich habe wirklich gemerkt, man war weniger gestresst. Und ich weiß von einer Bekannten, die mal so ein bisschen psychisch angeschlagen war und die war dann halt auch in der Klinik und die haben da ganz stark mit Düften gearbeitet. Genau. Ganz krass. Also die haben gesagt, wenn es ihnen nicht geht, kommen sie und dann haben die dann eben Vanille rausgesucht. Je nachdem, wie es dem halt gerade ging, hat er Angst gehabt, war ganz traurig und so. Und dann haben die wirklich immer zu riechen gekriegt. Ja. So, also von daher, genau. Und genau, du hast so einfach. Also einfach eine Flasche aufmachen und dran riechen. Ich meine, das ist Problem mit dem Teenager ist nicht weniger geworden dadurch. Nee, aber die Einstellung dazu ist so, dass man denkt, okay, ich atme jetzt noch mal einen Moment. Also ich meine, das ist jetzt aber auch nicht, dass man damit, was weiß ich, Krebs, AIDS, irgendwas heilt, ne? Aber es unterstützt halt und das macht euch das Leben ein bisschen einfacher. Also wenn ihr wieder einkaufen seid und irgendwer euch nervt, dann geht ihr in eure Handtasche und dann nehmt ihr bald Orange. Wir haben nämlich überlegt, was nehmen wir für euch, weil es gibt ja wirklich so eine breite Bandbreite, was es gibt. Aber wir sind ja jetzt im Herbst und dann hat Nina gesagt, pass auf, das. Wir nehmen hier, kann man das hier so sehen? Weil ich White kann das auch Orange. Mal dichter Genau. Warte mal. Ach Gott, das ist jetzt so wieder dieses Influencer-Ding. Warte mal, muss, glaube ich, die Hand hinterhalten. Ah, nee, das glaube ich irgendwie nicht. So, aber da könnt ihr mir glauben, ist Wild Orange, ja. Genau. Und wir haben uns einfach überlegt, also es gibt ganz viele tolle Öle, die man im Herbst auch nehmen kann, um Erkältung vorzubeugen etc. Ich muss ja mal ein bisschen aufpassen, was ich hier sage. Ich bin keine Ärztin, ich bin keine Heilpraktikerin, ich darf keine Heilversprechen machen. Deswegen muss ich mal so ein bisschen schwammig bleiben, damit ich am Ende keinen Ärger kriege. Aber wir können uns und unseren Körper super gut unterstützen, indem wir Sachen riechen, auftragen, einnehmen. Und damit das nicht zu kompliziert für den Anfang wird und ich hier komme und sage, ich habe jetzt 10 Öle, flupp, und die haben geglüht und ihr müsst ständig dieses Video hin und her spulen, weil wann hat sie jetzt was gesagt, haben wir uns auf eins geeinigt, Wild Orange, und es gebe dann das Wild Orange dazu. Das sind 5 Milliliter, das sind ungefähr 85 Tropfen, die da drin sind und man braucht auch wirklich immer nur 1-2 Tropfen pro Anwendung. Ne? Also es ist ganz einfach, das lasse ich jetzt nochmal zu, ich habe hier meins mit, man kann einfach riechen, man kann auch einfach in die Hand tun und einfach mal einen Moment atmen, dann kannst du es dir auftragen, damit du es einfach noch weiter riechst. Ich habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, ich habe so tolle Ohrringe letztes Jahr geschenkt gekriegt, die sind aus Holz und auch da kann man, also auf alle Sachen, die Sachen aufnehmen. Also Holz zum Beispiel geht total gut, habe ich mir auch jeweils einen Tropfen drauf gemacht. Und das heißt, Ohr, Nase, sehr nah, rieche ich das hier die ganze Zeit so schön. Genau, weil es immer in Bewegung ist und natürlich dann immer so um einen rum ist. Ne? Genau. Und dazu habe ich so einen kleinen Einleger gemacht, wo einmal noch mal ein bisschen erzählt wird, ätherische Öle und einfach ganz viele QR-Codes, die ihr euch abscannen könnt, wenn ihr sagt, alles klar, oh Nina, ja, da gucke ich mir doch mal die Homepage an. Oder wie ist denn der Produktkatalog von doTERRA? Oder. Ich biete auch einmal im Monat mit meinem Team so eine kostenlose Ölerlebniswoche an. Da kriegt man kostenlos 7 kleine Proben zugeschickt und dann kommt man in eine Telegram-Gruppe. Wer kein Telegram hat, ja, ich mache das auch über WhatsApp, das ist aber über Telegram ein bisschen einfacher für uns. Und dann kriegt man jeden Tag ein Öl erklärt. Eine PDF, 2-Minuten Video und dann kann man das einfach entspannt ausprobieren. Auch dazu habe ich einen Link. Und da steht aber auch drin, was kann denn Wild Orange alles und wie, wenn nicht. Genau, erzähl noch kurz, was kann Wild Orange? Also Wild Orange ist vor allem dafür da, um deine Emotionen zu unterstützen. Du riechst das und es geht dir einfach gut. Also es ist stimmungsaufhellend. Wenn es draußen grau ist, dann nehmt ihr euch eine Prise und dann wird es schon mal ein bisschen freier im Hirn. Genau. Und ein bisschen, also genau. Wild Orange hat aber auch antibakterielle, antivirale Funktionen, das heißt durchs Riechen oder auch, was ich total gerne mache, ein Glas Wasser, einen Tropfen rein trinken. Also ich trinke nur Wasser und habe immer meine Zitrusöle und mache die da rein. Das ist viel gesünder, keine Kalorien, kein Zucker und keine Chemie. Ne? Keine Chemie halt, vor allem und da sind auch keine Allergene drin. Also wenn jemand sagt, oh, ich kann aber mit Zitrusfrüchten nicht so gut, ich kriege da immer... Das Öl wird aus der Schale gewonnen.
gegen das, was man allergisch ist, das ist im Saft und im Fruchtfleisch drin. Und damit kommen wir gar nicht in Berührung. Das heißt, ich habe also schon einige Menschen glücklich gemacht, die gesagt haben, oh nein, Zitrone geht gar nicht. Und wir das dann ganz mutig probiert haben und es ging sehr, sehr gut. Notfallkit lag daneben, ne? Notfallkit lag daneben, aber ich war mir ja so sicher. Genau, nein, und das heißt also, man kann es super gut trinken. Ihr könnt euch das in Wasser machen, ihr könnt Tee, wenn ihr den ein bisschen also auf Trinktemperatur abkühlen könnt. Sonst ist es wieder zu heiß und geht kaputt. Was ich auch total gut finde, ist, ihr könnt das also auch in die Tagescreme, die ihr benutzt, einfach einen Tropfen rein und mit auftragen. Erstens, es riecht gut und es ist super gut auch für die Haut, weil auch die Haut kann diese reinigende Wirkung total gut gebrauchen. Man hat ja dann auch manchmal trockene Haut, dafür ist es gut. Man hat vielleicht auch manchmal Pickel, Unreinheiten, was auch immer. Wenn man das da aufträgt, kann das total gut unterstützen. Und dadurch, dass es, wie ich es gesagt habe, antibakteriell, antifungal, tralalala ist, wer von euch sich seine Haushaltsreiniger selber macht, ne? Wasser, Natron, Essig, nicht schon Alkohol, der kann auch unter anderem White Orange damit reinmachen. Man kann auch Lemon damit reinmachen oder so. Das ist auch super reinigend und es riecht dann auch gut. Mhm. Also ich bin jetzt auch keiner, der gerne putzt, vor allem, weil ich einmal finde, das Zeug riecht alles so ätzend. Ja. Und ich habe wirklich angefangen, ich habe mir so Glasflaschen genommen. Wichtig ist, dass man eine Glasflasche nimmt, weil die Öle sind so stark, die können irgendwann anfangen, die Weichmacher aus dem Zeug zu lösen und dann macht ihr sauber, indem ihr eure Weichmacher verteilt, das ist nicht so gut, aber man kann sich ja einfach, das kostet ja heutzutage auch kein Geld mehr, eine Glasflasche neben Aufsatz rein und dann putzt du und dann riechst du das gleich und denkst, ach. Und das ist echt anhaltend, ne? Ja, also das ist nicht gleich weg. Genau. Also das ist schon, genau. Ja. Was hatte ich denn hier zum Beispiel noch? Füge dann Wasser hinzu. Genau, man könnte das auch ins Massageöl zum Beispiel machen. Genau, und oder Kekse. Nina hat gesagt, ein Kekse. Kekse, Pudding, Desserts. Geil ist das denn? Das werde ich ausprobieren. Ich bin nämlich voll im Weihnachtsmodus. Genau. Oder Kuchenglasur. Kann man ja auch. Muss ja nicht immer Zitronen. Nee. Kann ja auch Orangen oder Fanta oder was auch Kuchen da werden. Genau. Und was man auch machen kann, ist, man kann sich das auch in sein Shampoo machen. Man kann sich das in sein Duschgel machen, man kann sich das ins Badesalz machen, einfach ein paar Tropfen rein. Oder wer kein Badesalz mag, man braucht halt einen Emulgator, weil Wasser und Öl verbindet sich nicht. Das heißt, wenn ich das in mein Badewannenwasser tue, dann würde das oben drauf schwimmen. Genau. Wenn man dann aber entweder ein Öl nimmt oder einen Schuss Sahne oder irgendwas, also man braucht halt irgendeinen Emulgator, dann klappt das auch wunderbar. Und das ist halt einfach ein Öl White Orange, das mag eigentlich jeder. Ja, deswegen haben wir gedacht, machen wir das einfach mal, weil wir beide auch finden, dass es so einfach ist, mit ein paar Tropfen am Tag sich emotional und körperlich zu unterstützen. Ja. Und gerade ihr, die ja so gerne auch strickt, ihr macht das ja nicht, weil Stricken euch stresst oder weil das irgendwie ganz schlimm für euch ist, sondern ihr tut das ja auch für euch, weil es euch gut tut. Und deswegen können wir einfach mal schauen, dass ihr das kombiniert bekommt, dass es euch dann dabei vielleicht noch ein Wir haben ja auch schon überlegt, ob man nicht irgendwie so die Holzstricknadeln damit so ein bisschen, ne? Und wenn man strickt, dann bist du gleich so, habe ich noch nicht ausprobiert, Freunde. Könnt ihr machen. Also, genau, und dann hätten wir gerne Rückmeldung. Also wie gesagt, bei jeder Bestellung kriegt ihr hier ein Fläschchen dazu und so einen Einleger, damit ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, Nina auch nochmal kontaktieren könnt und die hilft euch dann, wie ihr an die Sachen kommt. Und das kann man ganz einfach am Telefon machen, das können wir per Zoom machen, das können wir per WhatsApp machen. Wenn ihr bei uns aus der Nähe kommt, könnt ihr auch total gerne kommen. Ich habe in Breitenfelde so ein kleines Ölstudio. Da habe ich die ganzen Sachen da, kann man sich durchschnuppern, müsst ihr ein bisschen Zeit mitbringen. Anna hatte sich auch etwas verschätzt mit der Zeit. Und das kann man total gut machen. Und wenn man bestellt, ist es halt einfach so, dass man, also doTERRA, die Sachen kriegt man nicht im Laden, sondern das ist ein Online-Shop, damit man die Sachen zum Einkaufspreis kaufen kann. Wenn du irgendwo in den Laden gehst, dann bezahlst du einen Verkaufspreis. Ne? Die Leute müssen ja auch da irgendwie immer ein bisschen dran verdienen und Miete und Mitarbeiter und so. Und das ist da nicht. Das heißt, du beziehst das online. Und dann kriegst du einen Berater dazu gewiesen. Das ist am besten Fall diejenige, die euch das empfohlen hat. Und ein Berater ist gut, weil du sagst ja auch, es gibt ja immer auch jeden Monat immer mal spezielle Angebote. Es gibt spezielle Angebote, man kann Fragen haben. Genau. Man wird am Anfang von mir dann auch echt gut ausgestattet mit Infos und es gibt so ein tolles Buch, das heißt Kraft der Natur, da kann man einfach mal gucken, da sind die Öle alle erklärt, da sind die Wehwehchen, die man hat, alle erklärt. Und man kann mich auch jederzeit anschreiben, ich bin groß und kann selbst entscheiden, wann ich dann antworte. Und wir haben auch so Infogruppen, wo man damit reinkommen kann. Also jeder so, wie er das
sehr, sehr gerne möchte. Und diesen Monat gibt es auch noch eine Aktion, dass wenn man sich neu einschreibt, dann kriegt man eine große Flasche White Orange dazu geschenkt. Und wir haben jetzt schon November, genau. Das heißt, in diesem Monat ist es noch so, dass jemand, der ein neues Kundenkonto macht, kriegt dann von doTERRA auch noch 50 Punkte geschenkt. Und mit Punkten kann man nachher auch wieder einlösen. Und 50 Punkte sind ungefähr ein Wert von 50 Euro. Also auch das wäre genau. Schon eine tolle Geschichte, dass wenn man dann startet, dann gleich noch so ein Goodie oben drauf. Genau. Nee, und da gibt es zum Beispiel auch so einen kleinen Roller, ne? Also ich habe nämlich das Starter-Kit genommen, wo so rund um das Lavendel drin, eben so für die Beruhigung und für Konzentration und es gibt so verschiedene. Und die sind echt klasse. Das sind so kleine Sticks, sag ich mal. Und da ist dann wie so ein kleiner Deo-Roller, ne? Und dann könnt ihr das nämlich immer mal schnell. Ihr habt dann da nicht, dass ihr rumfimmeln müsst mit Öl, ne? So wenn man sagt, so, ach, nehme ich in der Handtasche oder irgendwie so, dann sitzt du da nicht irgendwie auf Arbeit und fängst an, da irgendwie rumzupitschern. Das geht halt schnell. Genau. Also gibt es ganz, ganz, ganz viele Sachen. Also setzt euch dann da sonst gerne mit in Verbindung. Ich verlinke euch das unten und wenn ihr bestellt, kriegt ihr wie gesagt ein Fläschchen dazu und den Infozettel und da steht dann auch nochmal alles drauf. Ne? Und dann würden wir uns natürlich über Rückmeldungen freuen. Ne? Also so, das waren die Öle, Freunde, richtig gut. Also ich habe wie gesagt Bergamott zu Hause auch noch zusätzlich und auch die Kids-Version, das sind so kleine Roller, die eben auch so für Konzentration und so, die kann man sich mal schnell raufrollern, hat man dabei, hat nicht das Geplümpere und so, das ist ganz, kann ich eigentlich nur empfehlen. So, und was haben wir noch? Ich habe noch was angeschlagen und zwar habe ich noch angeschlagen, mir war irgendwie noch danach irgendwie irgendwas, aber ich wusste nicht genau was. Und dann habe ich irgendwie auf Insta so ein bisschen Inspiration gesehen. Irgendein, so ein, Cape, sowas irgendwie. Und das habe ich gedacht, ach gut, das ist ja vielleicht für die Herbstzeit. Warte, meine Maschen. Auch ganz gut. Warte, ich muss erst meine Maschen hier wiederfinden. Das ist sonst irgendwie doof. Und habe angeschlagen, habe dann wieder überlegt, was nimmst du und habe mich dann dazu dafür entschieden. Auch ein Sportbait zu nehmen, diesmal in Dunkel, also das ist mit Rami drin, also es ist super. Damit habe ich auch Pullis gestrickt, den, oh, was war denn das noch für ein Pulli? Da habe ich, glaube ich, keine Anleitung für geschrieben. Eine Leopardenpulli oder irgendwie so. Weil er so ein bisschen so die Färbung hatte von den Farben. Und der tricht sich super. Und ich habe das jetzt, strick das jetzt aber noch mit einem Alpaka-Helo, was sich jetzt hier irgendwie total versteckt hat. Hier. Da. Das ist, sieht aus wie Mohair, aber es ist das Alpaka-Helo. Das passt eben halt ganz gut, weil das hat eine Lauflänge von 300 Metern, das Rami-Schurwolle-Gemisch und das halt auch. Das ist dann genauso, man kommt mit einem Knäuel und einem Knäuel hin. Ne? Also man braucht nicht von einem irgendwie mehr. Das ist halt so ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, Mohair fand ich auch immer ganz gut und finde es auch noch gut. Aber Alpaka, also ne, es ist ja Baby Subi Alpaka, ist halt nochmal, ich möchte schon sagen, um Längen weicher. Und also das ist wirklich ein Traum. Das Ding ist halt nur, wenn man irgendwie sagt, okay, so meine Wohlfühlstärke ist halt so 400 Meter Lauflänge und dann noch irgendwie so ein Beilaufgarn dazu. Hier sind halt nur 300 Meter drauf, also man braucht hiervon dann mehr, um dann, wisst ihr, wie ich meine? Also wenn ich wirklich 100 Gramm, und die verstrickt man ja auch für einen Schal, auch für einen kleinen Schal oder wie auch immer, dann braucht man davon dann halt mehr. Das ist halt so ein bisschen das Doofe. Aber ich habe jetzt hier, wie gesagt, die 300 Meter Lauflänge genommen und dann passt das auch super mit der Alpaka Helo. Oh, das ist so wunderschön weich, ne? So, und jetzt, so weit bin ich. Ich kann das ja mal überziehen. Das ist jetzt so, das ist hinten höher. Und
hier vorne ein bisschen weiter runter, weil ich das ja hier auch immer nicht so viel mag. Und ich habe das hier als RVO gestrickt. Ich kann das jetzt nicht so weiter rausziehen, weil mir da die Maschen fallen. Das Ding, was ich gesehen habe, war eigentlich halt wirklich einfach nur so ein Cape. So. Ich habe ja aber Schwierigkeiten damit, einfach nur hier zuzunehmen, weil ich das ja schon gemacht habe und mir dann der Kragen hier oben nicht gefällt. Also so. Und darum habe ich überlegt, bis hier zur Schulter halt RVO zu stricken. Also ne, hier, hier und hinten dann immer zuzunehmen, dass ich hier so ein bisschen also Schulter dann habe. Wisst ihr, wie ich meine? So ausgeformte Schulter. Und dann würde ich aber gerne zur Rundpasse wechseln. Der Ranunculus ist ja ähnlich gestrickt. Da hat man zuerst die Rundpasse und der wechselt nachher in RVO. Ich weiß jetzt nicht, ob es andersrum auch geht, aber warum nicht? Ne? Weil ich mache hier nachher noch eine Schmuckborte ran. Und wenn ich RVO habe und weiter stricke, dann wird das ja so kastig. Ne? Also das muss das dann so dock, dock, dock. Und das finde ich nicht schön. Ich würde das schöner finden, wenn das so ein bisschen gefälliger läuft, so ein bisschen runder. Ich finde es aber auch schön, wenn ich hier oben so ein bisschen wie wirklich eine ausgearbeitete Schulter habe. Hatschi. Von daher werde ich das mal ausprobieren. Also ich glaube, ein bisschen muss ich noch RVO machen. Und dann werde ich zur Rundpasse wechseln. Und dann wird das eben so ein Ding wie dieser Monday Friday irgendwas Truck oder hier der Kreuz und Quer, den ich gestrickt habe, findet ihr auch im Shop. Und dann eben so bis hier irgendwie laufen lassen. Das ist so meine Überlegung. Ich finde das hier die Lösung ganz schön, wobei ich sagen muss, das hätte noch weiter runtergehen können. Dass der Ausschnitt, also ne, dass das hier noch mehr V wird. Also es ist mir hier fast ein bisschen zu dicht dran. Aber, gut, ich habe ihn auch noch nicht gebadet, aber ich finde, der steht halt wahnsinnig schön. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann. Und es ist, oh, also so gerade im Winter kann ich mir gut vorstellen, hast du hier hinten das alles so gemuckelt, hast aber nicht so einen Schal, der dir da andauernd hin und her fliegt. Also ich finde die Lösung ganz schön und ich habe sogar, ich bin ja sonst eigentlich die Frau fürs Grobe, ne? Wer mich länger guckt, weiß das auch. Sodass ich schlag eigentlich immer nur an. Fussel im Mund. Ich schlag eigentlich immer nur an und dann war es das. Also ich mache da nicht Figelinsch irgendwie, auch wenn ich Schals oder so oder Tücher stricke. Ich mache da keinen Figelinschenrand und hier noch mit I-Cord und so, weil ich vergesse das beim Stricken dann und dann irgend so und dann lasse ich das gleich weg so. Hier habe ich aber wirklich mit I-Cord angefangen, habe ich vom Steven gelernt damals. Also ich habe erst oben eine I-Cord-Schnur gemacht und dann aus dem I-Cord praktisch Maschen aufgenommen und dann zugenommen. So. Um das dann vorne irgendwann zu schließen. So. Und ich wollte es eben halt nicht so wahnsinnig tief haben. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr tief hätte ich schon ganz gut gefunden. Ach, aber ich ribbel das jetzt nicht auf. Und dann habe ich, weil das hier oben dann ja schon hier oben war, der Kragen, habe ich gedacht, nee, du musst jetzt zur Runde schließen, weil noch mehr irgendwie zunehmen. Oder ich hätte dann schon anfangen müssen, hier, ach, da wollte ich aber alles irgendwie nicht. Das war mir dann zu viel Gefissel, dass ich dann schon mit dem RVO anfange. Und habe dann hier unten Maschen angeschlagen. Blöderweise habe ich aber nachher erst, als ich schon echt weit war, habe ich wirklich nur Maschen angeschlagen. Ne? Und habe ich gesagt, eigentlich hätte man ja auch das als I-Cord machen können. Dass man dann eine I-Cord-Schnur gestrickt hätte und dann eben wieder aus dem I-Cord die Maschen aufgenommen hätte. Das wäre dann vielleicht noch ein bisschen runder gewesen, aber ist wie ist. Mein Gott. Ne? So, alles gut. Und jetzt werde ich mal gucken, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich bin selbst gespannt, Freunde. Da muss ich nochmal gucken, wie ich die Rundpasse mache. In welchem Abstand. Also ich will da jetzt eigentlich kein Riesenmuster reinstricken. Da kommt eigentlich nicht doll Colorwork jetzt dazu.
Von daher. Aber ich muss mal gucken, wie weit ich stricken muss, dass ich dann wirklich eine Rundung habe, dass ich aus dem Viereck raus bin. Dass sich das dann schön rumlegt. Mal gucken. Bleibt gespannt, ne? So, Freunde, das ist so das, was ich gestrickt habe. Nebenbei habe ich gestern noch versucht, den Schal, diesen Rautenschal fertigzustellen, weil ich habe gedacht, ja, genug Rauten hast du jetzt, ist alles gut, alter Schwede, ne? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Also definitiv nicht. Franzi schrieb gestern, das ist ja eine tolle Idee. Habe ich ihr gleich geschrieben, nein, war es nicht. Weil die ganzen jetzt irgendwie zusammenzufügen. Und das ist ja eben nicht nur... Ich will ja auch noch Figelinsch dazu zusammen machen, ne? Naja, also wenn du noch nicht weißt, wovon ich rede, vielleicht zeige ich dir das Ding irgendwann. So. Entschuldigung. So. Genau, das ist so das. Das ist das, was ich hier in Luster gestrickt habe. Und dann habe ich auch noch gelesen. An zwei Tagen habe ich das Buch durchgehabt. Und zwar ist das noch eins von meinem Adventskalender letztes Jahr. Ich bin auf meinen neuen gespannt. Mein Bücher-Adventskalender. So. Und zwar habe ich gelesen Arnaldur Indridason oder wie auch immer. Verborgenen Gletscher. Ja, was soll ich sagen? Ich habe von dem noch nie was gelesen. Ist so ein Island-Krimi. Also, dass ich das in zwei Tagen durchgelesen habe, zeigt ja, das liest sich. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, was für eine Spannung, was für ein... weiß ich nicht. Es kann sein, ich gehe mal davon aus, ist halt irgendwie so einer, ich glaube, der hat eben auch schon mehrere geschrieben und ich weiß nicht... ob das so eine Reihe ist. Ich denke mal, ne, wenn das immer, warte mal. Ja, wahrscheinlich ist das ja immer der gleiche. Und dann kriegt man sicherlich auch mehr von diesen ganzen Hintergründen mit. Also hier ist irgendwie, dass seine Frau irgendwie gestorben ist. Und ja, und er auch was mit der Kollegin hatte, keine Ahnung. Ich denke mal, das wird sich so über die Bücher aufbauen oder so. Ne? Aber das ist irgendwie so... nicht wirklich, ich weiß nicht, ich mag tiefgründige Bücher irgendwie lieber, ne? Das ist halt so ein, weiß ich nicht. Also, ja, kann man, also wenn man nur mal so ein bisschen was lesen will, was man so nebenbei, was weiß ich, wenn ihr S-Bahn, U-Bahn fahrt oder Bus oder keine Ahnung, dort, ja, wenn da irgendwie was quakt nebenbei, ist egal, also da kommt ihr nicht raus. Aber ansonsten. Und jetzt lese ich gerade irgendwie eins, habe ich nicht hier, ich kann mir das ja immer nicht merken, wie das heißt. Auf jeden Fall hat das schöne blaue Seiten. Also das ist hier so blau. Zeige ich euch sonst nächste Woche. Bin ich gerade bei... Das ist gerade ein sehr aktuelles Thema. Also was heißt sehr? Ja, doch. Also es geht irgendwie darum, dass da eine jüdische Familie in Amerika ist. Die ist nach Amerika irgendwie ausgewandert. Ist da auch relativ erfolgreich. Also sind jetzt nicht irgendwelche Celebrities, aber sind schon... dass sie da ein gutes Auskommen haben. Haben aber auch immer noch Kontakt zu ihrer Familie da halt in Israel oder in... ja. Israel. Und dann kommt es dazu so einem Synagogenüberfall. Das ist ja noch keine Utopie leider, ne? Und darauf baut sich das dann auf, so dass der Junge, also die haben halt einen Jungen und der eigentlich sehr lethargisch eigentlich ist und nicht doll irgendwie was macht. Und da sagen die, okay, gut, aber irgendwie vielleicht Selbstverteidigung. Und jetzt kommt er halt in so einen Kreis und wie sich rausstellt, ist das irgendwie so ein israelischer Elitesoldat. Und ich glaube, wie sich das jetzt rausstellt, scheint das auch so ein bisschen darauf hinauszulaufen, dass der halt rekrutiert für Israel. So... also ich glaube, in die Richtung geht das gerade irgendwie. Und es wird halt auf einer Party ein Mitschüler von ihm ermordet. Oder ja, scheinbar schon. Also auf jeden Fall ist er tot, bin noch nicht dabei, ob der jetzt ermordet wurde, aber auf jeden Fall so. Und das ist aber wirklich gut geschrieben, muss ich sagen. Also ich bin ja eigentlich so dieses ganze... Ach, ich finde es ein bisschen schwierig... Wie soll ich das sagen? So mit jüdisch und so. Ich glaube, das ist so dieses, nichts gegen Juden, überhaupt nicht. Dieses, dass man immer so zugeballert wurde, wenn man mit dem Zweiten Weltkrieg, wisst ihr, was ich meine? Dass man denkt, warum, auch die Kinder, die lesen nur irgendwie Zweite Weltkriegsliteratur, auch in der 5. Klasse, 6. Klasse, dann natürlich irgendwie kindlicher und so, aber es geht immer um dieses Thema, wo ich denke, aber es gibt doch auch noch so viele andere Themen, wo es eben wo es das beleuchtet, wie kann man das anders machen? Also wie kann man das im Keim ersticken? Wieso muss ich immer das lesen, wo es dann schon zu spät ist?
ne? So dass man eben auch mal so in die Köpfe der Leute eintaucht, warum, wieso, weshalb oder so. Letztens habe ich gerade irgendwie, da war so eine Speakerin und die hat gesagt, Romane lesen ist halt eigentlich super wichtig, weil du eben in Köpfen von anderen bist und dann eben auch mal so eine Vorstellung kriegst, hä, wie denkt die denn? Wie kommt man denn da drauf? Wisst ihr, wir hatten ja letzte Woche gerade das Thema, wo ein Mann sagt, ich gehe jetzt ins Bett und schlafen, der geht ins Bett und schlafen, der weiß, der stellt sich nicht mal annähernd vor, was bei seiner Frau nebenbei abläuft, wenn die sich hinlegt, ne? Weil er das halt nicht kennt. Also, ne, und wenn man nicht drüber redet, und das finde ich halt so, ja. Aber finde ich gut. Also, das Buch finde ich gut. Zeige ich euch. Wahrscheinlich, vielleicht bin ich nächste Woche fertig damit. Das ist auch nicht so dick. Gucken wir mal, ne? So. Und dann jetzt gerade vor dem politischen Hintergrund da. Es ist halt doch sehr aktuell, ne? Oh, Leute, ey. Die Welt ist einfach verrückt. Und irgendwie führt man mit so vielen Leuten gerade Gespräche, auch jetzt wieder beim Stricktreffen. Warum? Wo ist die Menschheit falsch abgewogen? Wo ist unser Problem, ne? Wenn man das wüsste, das wäre doch schon mal ganz gut. Assoziationskette gestern, es kommt ja nichts mehr im Fernsehen, wir haben Doc Caro geguckt, ne? Also Freunde, wir sind wirklich kurz vor Tierfilmen, ne? Ich sage immer zum Mann, wenn wir irgendwann Tierfilm gucken, letztens haben wir NDR geguckt, irgendwie K.U. von Tiedemann, sein Leben, wo ich sage, was ist aus uns geworden, ne? Aber es kam wirklich nicht und wir hatten keinen Bock im Streaming-Dings irgendwie uns wieder wild zu suchen, um irgendwas zu finden, was wir mögen. Oh. Und, warte, wie kam ich da drauf? Achso, gestern Doc Caro. Und da war die bei irgendeinem Politiker in NRW und hat einfach nur gesagt, da und da und da dran hakt. Und das Einzige, was der immer gesagt hat, da kann er doch nichts für. Da ist er nicht für zuständig und da sind ja auch noch andere dran beteiligt. Und also er lässt sich hier keine Vorwürfe machen. Wo ich denke, Leute, ja, das ist unser Problem, glaube ich, dass man das alles persönlich nimmt. Es geht doch um die Sache. Sie hat doch mit keinem Wort gesagt, du hast es hier verbockt, sondern einfach nur so das und das und das, so ist es. Da muss was passieren. Wie können wir es machen? Ich habe den Vorschlag und den Vorschlag, die haben das nämlich schon so probiert und so probiert. Und dann denke ich so, ja, wenn das ist, und das ist, kriege ich halt auch ganz häufig mit, dass die Leute das einfach, es geht nicht mehr um die Sache, es geht nur um persönliche Befindlichkeiten, Freunde, das ist falsch. Also solltet ihr euch dabei ertappen, durchatmen. Es geht nicht um euch, es geht nicht, wenn man sagt, ach, das gefällt mir nicht, dass man sagt, das ist doof. Also es kommt immer noch auf den Ton an, ne? Aber ja, dann ist so, aber es geht um die Sache. Wir müssen wieder so ein bisschen entspannter werden, Freunde. So, in diesem Sinne. Was mache ich heute noch? Ich muss die Ferienwohnung noch fertig machen. Weil wir am Wochenende noch eine Buchung haben und das Kind, ja, kommt nicht aus dem Arsch. Die hat heute auch wieder so lange, also die, das sage ich ihr seit einer Woche, ne, hier und so, ne. Heute ist Donnerstag, Freunde. Ich nehme nämlich Donnerstag auf, weil Nina nicht anders konnte. Ja. Und am Samstag kam 9 und morgen ist das Kind, also heute hat die ganz lange Schule und morgen fahren die nach Hamburg ins Theater. Wo ich denke, okay, früher war es so, dass Schulklassen, da wurde der Bus voll gemacht, ne? Da wurde dann irgendwie so ein Bus geschuddelt, so dann sind die 4, was weiß ich, 7. Klassen darin und haben sich irgendein Theater angeguckt. Dann war der Theater voll, die haben eine Sondervorstellung irgendwann nachmittags gemacht oder vormittags oder wie auch immer und dann ist fertig geworden. Nein! Wir fahren mit der Bahn. Hatte ich erzählt, ja. Am Anfang der Sendung habe ich doch erzählt, dass der Mann heute gar nicht auf Arbeit kam, ne? Fahren die morgen Abend nach Hamburg, um sich Schiller die Räuber anzugucken, um dann irgendwie nachts um 12:30 wieder hier zu sein, wo ich denke, sportlich. Also, ja, ist nett vom Lehrer, dass er das auf sich nimmt und macht und tut und so, aber weiß ich nicht, ob das sein muss. Also, weiß ich nicht. Ob ich nachts mit einer Schulklasse 14, 15 Klässler, nicht Klässler, hier, ne? Jährig da irgendwie nachts auf dem Hamburger Hauptbahnhof stehen muss, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Na gut. Ich weiß es nicht, Freunde. Da denke ich immer so extrem, ne? Ich finde das ja nett, dass er es macht, aber nachts muss das sein. Und das Ding, jetzt ist ja natürlich noch das Ding, der Mann hat morgen natürlich eine Buchung als Rum-Tester in Schwerin. Wir haben ja aber nur das eine Auto gerade, ne? So, das ist aber auch eine Abendveranstaltung morgen. Er meint, überhaupt kein Problem, er holt das Kind dann um 12:30 vom Bahnhof ab, wo ich denke, das sehe ich irgendwie noch nicht. Also ich bin jetzt schon am Überlegen, wie man es hinkriegt, weil Taxen in Ratzeburg sind auch eher schwierig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, wie ich das Kind nach Hause kriege morgen. Also ich hoffe mal, dass der Mann, also ich werde ihn sehr einnorden, dass der gefälligst
ratzfatz da losfährt, wenn da der letzte, wenn die letzte Flasche da leer ist. Und dann, ja, richtig scheiße, ne? Also, und dann sagen wir ja, in einem öffentlichen Verkehrsmittel, ich weiß gar nicht, fährt da noch ein Bus? Da fährt auch noch eine Möglichkeit, ne? Weil ich müsste ja sonst auch irgendwie zu Fuß mit Kind 2 durch Ratzeburg laufen. Also wir wohnen ja genau am anderen Ende. Einmal durch Ratzeburg laufen, dann das Kind um 12:30 abholen und dann zusammen irgendwie. Weil ich will die halt dann nicht alleine. Sie sagt, ja, dann komme ich halt zu Fuß nach Hause. Ich sage, du kommst garantiert nicht nachts um 12:30 alleine. Es ist doch Ratzeburg. Ich sage, ja, egal. Die Jugend, ne? Oh, ich wäre gerne noch mal jung. Das ist mir halt alles irgendwie, wo ich sage, ah, was ist denn das Problem? Chill doch mal die Basis. So. Ja, ja, ja. Also das ist so das. Mal gucken. So, dann kommt die irgendwie nachts nach Hause und dann ist am nächsten Tag hier Herbstmarkt und da wollen sie hin, irgendwie da diesen fiesen Rummel da mit diesen fiesen Karussells da. Boah, das sind ja alles Karussells des Todes, ne? Naja, wenn ich nicht hingucken muss, alles gut. Das ist so mein Wochenende, Freunde. Ich werde mir die ganze Zeit Sorgen machen, dass das Kind wieder heil nach Hause kommt und nicht irgendwie aus irgendeiner Gondel fällt. Furchtbar. Furchtbar. Was habt ihr denn so vor am Wochenende? Also das ist mein Wochenende, Freunde. So, ihr Lieben, mal gucken. Und nächste Woche werden wir mal gucken, was ich euch da zeigen kann. Ich glaube, dieser Schal wird dann noch nicht fertig sein, weil ich habe gestern so gespuckt. Ich habe da gestern Abend wirklich noch gesessen mit meinen Zahnschmerzen, weil, oh, gerade hat er ja wieder da rumgefeilt und gemacht, ne? Und dann ließ ja irgendwann die Betäubung nach, ne? Oh, und ich saß auf dem Fußboden mit diesen blöden Rauten. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hast du das alles fertig verknüpft miteinander und neben der Toren. Da fällt das alles zusammen und rutscht zusammen, wo ich denke, nein. Und habe sie in die Ecke geschmissen. Ich weiß nicht, ob ich gewillt bin, mich da jetzt die nächsten Tage nochmal ranzusetzen. Ich glaube nicht, Freunde. Aber irgendwann werde ich das mal fertig machen. Wie auch immer, keine Ahnung. So. Oh, mal gucken. Vielleicht bin ich nächste Woche mit dem Keep schon ein bisschen weiter und mit der Kara-Mütze habe ich vielleicht die richtige Größe gefunden. Und dann sehen wir uns. Oh, meine Nase, Jungfreude. Oh. Ja. Und vergesst nicht, zu jeder Bestellung gibt es diesmal ein kleines Fläschchen von Ninas Öl dazu, damit ihr das testen könnt und damit ihr gut durch den Winter kommt. Ne? Gute Laune, gute Abwehr. Wir schaffen das. So, habt ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.